Jetzt gehen wir erstmal hier wieder zurück. Einzukaufen stimmt nicht ganz, aber ich möchte... Ach schön, wir können da wieder hin. An die Docks. Das ist da oben oder nach da unten? Ach, schau, jetzt sehen wir sogar schon die Karte. Das hatte ich eigentlich noch gar nicht vor. Aber okay, da unten wollen wir ja auch hin. Erstmal an die Docks kommen wir wahrscheinlich später. Dann gehen wir mal in unser neues Gebiet, um dessen Aussprache ich mich drücke. Aus offensichtlichen Gründen. Lenken Sie mit Leichen Aufmerksamkeit. Nein, 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 nein. Keine Aufmerksamkeiten. Boah, was wird denn hier so geschrien? Was wird denn hier so geschrien? Hier sind wir richtig, oder? Hier kamen wir doch hergelaufen. Zeig mal kurz die Karte. Gut. Das, da wollten wir hin, aber ich habe gerade das Gefühl, wir haben ein bisschen was übersprungen. Kann das sein? Ach nee, haben wir nicht. Wir sind hier bloß hochgelaufen. In die Richtung. Genau, wir sind hierher gelaufen. Da war schon das Ding. Ich habe bloß nicht gesehen, dass es schon so nah an der Karte war. Ah. So nah an der Stadt auf der Karte war. Machen wir es so rum. Dann gehen wir doch hier mal rein. Ein neues Gebiet. Und ich sehe schon die ersten roten Punkte. Leicht bekleidete Damen und schon wieder Sänger, habe ich gesehen. Was haben wir hier? Achso, einfach nur ein Gullideckel. Ich habe eine große Verschwörung vermutet, aber dem war gar nicht so. Komme ich da irgendwie hoch? Ne, dann versuche ich mal außenrum zu laufen. Das ist so ein bisschen jetzt der Nachteil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon anklicken möchte. Wir warten mal noch. Schmiede. Schauen wir hier mal kurz rein. Haben wir was zum Reparieren? Nur wir reparieren mal alles. Achso, nee. Hier. Genau, da nach wie vor. Wir sind nicht in der nächsten Sequenz. Dann gibt es auch nichts Neues. Brauchen wir Munition. Ja, ein paar Messer können wir mitnehmen, glaube ich. Das ist nicht verkehrt. Nehmen wir mal ein paar mit. Können wir uns ja gerade so leisten. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. Das mache ich gerne, aber ich wollte eigentlich bloß nach da oben und ich möchte jetzt hier dieses Ding nicht nutzen. Da warten wir mal noch. Gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich meinen Satz gerade zu Ende gebracht habe, aber ich wollte sagen... Oh, da oben meine Feder. Ich wollte sagen, wie jetzt die Kämpfe funktionieren. Das habe ich jetzt wieder so drin, möchte ich sagen. Zumindest rein theoretisch. Aber so ein kleines Bewegungstutorial wäre vielleicht zum Einstieg auch nicht verkehrt gewesen. Aber deswegen wird auch diese Aufnahme hier ein bisschen gemächlicher ablaufen. Es sei denn, ich kriege wieder eine Blendgranate in Form einer Feder ins Gesicht geworfen. Heieiei. Genau, ein bisschen langsamer, ein bisschen entspannter, entschleunigter, dass ich mich hier ein bisschen wieder in der Störung zurechtfinden kann. Und ich muss es jetzt schon wieder sagen, das ist schon wieder sehr krass eigentlich. Also nicht nur eigentlich, es ist sehr krass. Ich möchte das Wort eigentlich nur noch einsetzen, wenn es wirklich angebracht ist. Aber ja, schon wieder eine ganz andere Stadt, eine ganz andere Region und es wirkt sehr... Ja, also ich sag mal durch auch die verdeckte Karte, wir gehen ins Unbekannte hinein, es wirkt so ein bisschen... Gefährlich auch, aber gerade für uns als Assassinen macht es das nicht uninteressanter, sage ich mal so. Da kommen wir auch schön hoch. Und hier war doch dann irgendwo gleich der Ausguck. Bin ich so weit neben dran gelaufen, wenn ich da auf die Kirche gehen muss? Bin ich jetzt so weit neben dran gelaufen? Das wäre mir schon unangenehm. Da hinten ist irgendwas. Das heißt nicht, dass ich da hinten auf die Kirche gehen muss, hätte noch gar nicht hier rein. Das wäre wieder mal der Oberabschuss gewesen. Du kriegst die Tür nicht zu, am liebsten würde ich über die Aufnahme ausmachen. Ich glaube, wir müssen wirklich darüber, werden gerade hier hingemusst. Autsch. Ja, ich weiß, ob ich da drin schwimmen kann. Ich würde es nicht rausfinden. Wir müssen da echt wieder zurück. Ich glaube, ich war zu ambitioniert. Werden da noch gar nicht reingemusst. Das wird wehtun. Oh, nö, nicht mal. Oh, nee, das ist er wieder. Lass ihn mal hier in Ruhe. Tatsächlich werden da nur auf die Kirche hochgemustert, auf die Kapelle. Ich bin so ein Vogel, ne? Also die, das Abschätzen oder die Abschätzung von Karten, das ist oder Kartenabständen in dem Spiel, da wären wir keine Freunde davon. Genau hier so den Schatz, klein und feine können wir gerne mitnehmen. Und dann fangen wir mal wieder zumindest in kleinen Schritten das Klettern an. Hier ein Stückel hoch, wahrscheinlich hier drüben weiter. Das schaut doch schon besser aus. So, jetzt aber.
Was für ein krasser Ausblick. Ja, es hat sowas von ein bisschen einem Moor oder einer Sumpfgegend. Gut, jetzt hier flackert das Wasser gerade so ein bisschen. Ist. Oder warte mal, was sagt die Aufnahme? Oder flackert bloß der Schatten so ein bisschen? Nee, ich denke, man sollte es sehen. Das Wasser flackert ein bisschen. Das bin ich jetzt natürlich gerne gewollt zu ignorieren. Sehr schön. Und wir haben uns hier auch nichts gebrochen. Wir können hier wieder raus. Und wir gucken mal auf unsere Karte. Da kam schon wieder Geld. So wenig haben wir jetzt dadurch bloß frei gemacht. Okay. Ich dachte, damit könnte man mehr. Also einen größeren Bereich frei machen. Aber okay, wir haben 4 neue Türme. Wir haben da den Gang zum Gebirge. Stimmt, da müssen wir auch noch hin ins Gebirge. Da ist bestimmt auch noch was versteckt. Bestimmt Schätze oder so. Schneider. Und hier ist bestimmt eine Codex-Seite gewesen. Genau. Hier ist Assassin-Grab. Das hatten wir schon gesehen. Wetter, jetzt haben sie aber hier gleich... Das wollte ich nicht. Machen wir die eigene Markierung mal wieder weg. Hier sind aber gleich viele Türme aufgeploppt. Okay, wir haben ein paar Ziele, würde ich sagen. Können wir ein bisschen erkunden gehen erstmal. Wie wäre es denn erstmal nach da drüben? Dass wir hier den Zugang zum anderen Gebiet wieder auch auf der kleineren Karte sehen können. Aber ich würde hier drinnen noch gerne mal schauen, ob wir da einen... Jetzt müsste ich wieder wissen, wie er heißt. Ob wir da einen Händler für... Nicht Schneiderei. Oder war das beim Schneiderhändler mit dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wo man Schatzkarten und Gemälde kaufen konnte. Der Kunsthändler, nicht der Schneider. Der Kunsthändler war es. Der Schneider wäre bloß für weitere Gürtel. Aber ich glaube, da haben wir schon alles. Also große Medizinbeutel, große Messergürtel und so weiter. So, wir flitzen hier rüber. Ich hatte schon kurz gedacht, wir müssen da einfach sehr romantisch auf die Brücke. Aber dem war nicht so. Gehen wir kurz hier so sehr unverdächtig außen rum. Haben wir hier irgendwo eine zufällig in die Kiste versteckt, wenn wir schon von Schatzkisten sprechen? Nee, na gut, hätte ja sein können. Hätte ja alles sein können. Ich vermisse gerade schon wieder ein bisschen die Musik. Ach halt, warte mal, hier kam ich doch her und da hinten war eine Kiste drin, oder? Genau, da war eine Kiste, da kamen wir her. Das heißt, wir müssen als nächstes darüber. Ich weiß nicht mehr, können wir schwimmen? Ich glaube, wir können schwimmen. Wir probieren es mal aus. Oh ja. Und wir können sogar aus dem Wasser wieder rausklettern. Oh, das schaut aber auch cool aus, wenn er noch ein bisschen tropft vom Wasser. Ja, genau. Auch wie wir jetzt an der Burg mal ausstanden, ich war mir nicht sicher, ob wir da schwimmen können. Im ersten Teil konnten wir es ja nicht. Was von der Logik her aber auch wieder sehr schön klingt. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich im Wasser überlebe. Deswegen springe ich lieber 5 Meter nach unten auf den Beton oder halt auf Pflastersteine und breche mir da beide Beine. Das klingt natürlich... durchaus sinnvoll und stilvoll. Da oben müssen wir wahrscheinlich hoch. Dann gleich mal hier in diese Richtung. Da ist der Wagen, an dem wir dann wahrscheinlich wieder runterkommen. Und auch hier müssen wir wahrscheinlich einmal rum, bis wir irgendwas finden, wo wir hochspringen oder hochklettern können. Schau mal hier. Oh ja, hier ist gut. Ach, der war wahrscheinlich auch direkt von unten hochgekonnt. Und Sprung und Sprung und Sprung und schon sind wir oben. Außer natürlich ein paar kleinere Türme, die sind ja so nicht so hoch, aber das ist für den Einstieg eigentlich ganz gut. Ich finde diese Kamerafahrten so gut gemacht, ich dürfte eigentlich bloß alle 20 Minuten circa so für eine Folge einmal auf einen Turm klettern, damit ich jedes Mal auch so ein schönes Bild fürs Thumbnail rausgreifen kann. Aber dann kommen wir noch langsamer vorwärts als eh schon. Aber wäre natürlich sehr... Ja, wäre sehr passend. Okay, dann haben wir das hier aufgedeckt. Hier ist das Grab. Das würde ich sagen, machen wir in dieser Aufnahme nicht. Und wir haben da hinten noch einen Turm. Ich glaube, der Turm liegt außerhalb. Das würde ich mir gerne auch nochmal anschauen. In die Richtung erstmal. Ich hätte mir vielleicht ein Pferd oder irgendwas mitnehmen sollen. Müssen wir nach da hinten in den Wald hinein? Wahrscheinlich nicht. Hierum wird auch gehen. Oder ist dann irgendwas versteckt? Ich traue den Entwicklern ja grundsätzlich alles zu. Das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Kann man da hoch oder ist das dann nur... Ah, okay, man kann nicht in den Wald. Da blockiert mich eine nicht näher definierte, unsichtbare Mauer. Dann flitzen wir hier mal durch. Warte mal, dieses Anrempeln, wenn ich irgendwo durch will, war so. Genau. Da zieht auch schon alles ein und aus dem Weg. Entschuldigung. Ich habe nicht
Kommt auch blöd als Ausrede. Ja, ich muss mal gucken, wie meine Steuerung funktioniert. Deswegen habe ich sie gerade umgerempelt. Ah, nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das überzeugt nur die wenigsten. Aus offensichtlichen Gründen. Ja, nochmal bei Nacht. Diese Stadt- oder Festungsmauern, ich denke eher Stadtmauern. Der Turm im Hintergrund, der Nebel, die Wolken, der Vollmond. Es schaut schon cool aus. Ui. Das glitzert, das passt nicht ins Gesamtbild. Das muss ich sofort wegräumen. Schaut gleich wieder besser aus. Und dann hier auf diesen nächsten. Es sind hier sehr viele Kirchen und Kapellentürme. Was bist du denn? Du bist nicht zugangsbar. Nee, zugehbar meine ich. Ha, verdächtig. Das heißt, da hinten könnte dann uns auch nochmal irgendjemand wohin führen. Aber es wird. Warte mal, es wirkt vom Schnitt her so. Als würde da. Könnte man da hinten mit dem Boot oder so rinderfahren. Na, vielleicht storyrelevant. Oder logischerweise storyrelevant, was auch sonst. Das hat jetzt schon wieder so ein bisschen das Bild kaputt gemacht. Da ist auf einmal eine unsichtbare Wand zu sehen. Und 33 von 73. Das heißt, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Und wir sind schon sehr lange hier. Ja, irgendwas ist da hinten. Aber wir werden darauf zurückkommen. Dass jetzt hier so mittendrin so ein bisschen was ist, was noch nicht aufgedeckt wurde, macht mir jetzt auch schon wieder ein bisschen sauer, bin ich ehrlich. Mein innerer Monk ist dadurch nicht zufriedengestellt. Aber okay, ich renne einfach los, ohne mir was zu markieren. Kann ich da hinten noch rum? Da ist das nächste. Ich hätte mir wirklich ein Pferdchen mitnehmen sollen. Aber egal, so groß ist es nicht. Dann laufen wir mal bis dahin. Da haben wir einen Heiler. Und ich würde sagen, irgendwo da hinten kann man bestimmt wieder in die Stadt. Deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt gleich außenrum alle Türme macht oder erstmal nur ein paar. Wie gesagt, da hat er auf einmal noch eine Mütze dazu bekommen. Die Klamotten laden teilweise was nach, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht war es bei der vorherigen Aufnahme auch schon so und ich habe es noch nicht gesehen. Das könnte auch sein. So, ich guck mal hier so. Ich möchte wieder die Entwickler verdächtigen, dass sie mir hier irgendwas versteckt haben. Aber bisher noch nicht. Werde, was ist das denn? Das ist ein Strohheuhaufen, den meine ich nicht, aber das hier so direkt am Wasser schaut auch ein bisschen unangenehm, aber auch ziemlich cool aus. Also unangenehm in Bezug auf, ich wollte sagen, unheimlich. Dann auch nochmal hierfür, vielen Dank. Und dann gehen wir da zur nächsten Kirche oder zur nächsten Kapelle. Es sind hier aber sehr viele Kapellen, muss man sagen. Da ist eine unsichtbare Wand unter dem Baum, ich habe nichts probiert. Meine Klosterbrüder. Okay, hier sind mehr als an den anderen Stellen. So viele Kirchen auf einmal. Warte mal, damit können wir doch bestimmt. Können wir da nicht an diesem einzelnen Ding hoch? Okay, dann probieren wir es mal da. Ja, schaut schon besser aus. Ich bilde mir gerade ein, dass ich es noch irgendwo habe klimpern hören. Aber alles zu seiner Zeit. Nach hier oben. Und dann einmal den nächsten Ausguck. Und wieder wurde die Karte aktualisiert. Dann zeig mal her. Okay, da haben wir doch schon ein paar interessante Sachen. Wir haben ein Rennen, wir haben ja unsere Beschäftigung, vor allem aus den letzten ein, zwei Aufnahmen. Und hier eine Gewaltanwendung. Da bin ich aber strikt dagegen. Ach, weißt du was, wenn wir jetzt hier schon rumrennen, ich glaube, wir holen uns trotzdem erstmal Aussichtspunkte. Jetzt haben wir doch fast schon alle. Komm, dann gehen wir mal da rein, holen uns den. Das müsste ja in der Richtung sein. Ach, da ist doch mal ein kleines Dorf vorne dran. Da hinten sind die Docks, wo wir schon zur Schnellreise hätten hingehen können. Nur ich mache ein bisschen Gedanken um die Wolken. Die ziehen gerade ziemlich schnell. Nichts mehr nach da unten, sonst kommt gleich ein Gewitter. Und ich bin hier der lebende Blitzableiter. Da habe ich ja auch keine Lust drauf. Wahlweise der danach nicht mehr lebende Blitzableiter. Und trotz alledem wirken die hier auf mich doch sehr. Ich weiß, ob das täuscht, aber ich meine, hier so die Sumpfgegend, die wirkt nicht sehr wohnlich und die wenigsten würden hier freiwillig leben. Ich weiß, ob wir hier schon wieder in einem eher ärmeren Viertel unterwegs sind. Da ist so einer, aber das ist mir egal. Da ist das Rennen, das machen wir mal irgendwann später.
flitzen wir hier mal durch. Genau das Attentat, was wir schon auf der Karte gesehen haben. Mal nach da oben. Dann mal wieder nach da unten. Ach so, deswegen, weil hier dieser Käfig dazu ist. Ah, ich verstehe. Okay, das vierte oder fünfte Mal, dass wir auf so ein kirchenähnliches oder kapellenähnliches Ding klettern. Und da sehe ich wieder was Wunderschönes. Ezio hier drüben. Oh, das könnte Leonardo sein, oder? Ich möchte den Kontakt vermeiden. Klingt jetzt erstmal falsch, aber man weiß, glaube ich, was ich meine. Irgendwo in der Richtung muss der Bengel sein. Ach, da hinten wahrscheinlich. Oder ob wir vielleicht mit ihm sprechen sollten, weil er uns vielleicht noch neue Items gibt. Ja, ich höre ihn schon. Ah, ich glaube, ich riskiere es einfach mal und wir gucken mal, was er von uns möchte. Wenn er uns gleich in die nächste Mission leitet, dass wir hier weiter müssen, würde ich es vielleicht nochmal abbrechen. Aber jetzt bin ich doch neugierig, wenn ich länger drüber nachdenke. Karte aktualisiert. Was ist denn das? Was war das gewesen? Ich habe schon wieder vergessen. Ein gesperrter Bereich ist das gewesen. Um uns da ein bisschen umzuschauen. Ich möchte zuerst den Aussichtspunkt holen. Danach quatschen wir trotzdem mal mit Leonardo. Ich weiß nicht, ob es eine Fehlentscheidung ist. Wir werden es rausfinden. Falls ja, kann ich nur sagen, Konsequenz heißt auch Holzwege zu Ende zu gehen. Also tatsächlich hier mal ein Ross wäre echt nicht so verkehrt gewesen. Aber gut, wir können hier durch diesen Matsch ein bisschen abkürzen. Vor allem, was dieser Leonardo für ein Organ hat, das hier rumschreien kann. Venezianischer Vorposten. Siehst du, da kommen schon wieder neue Sachen und da ist auch eins von denen. Gleich, Leonardo, gleich. Bin sofort bei dir. Da ist auch wieder eins von diesen Symbolen, wo wir unseren Clip noch zusammenbasteln können, unser Video. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Ui, da läuft einer mit der Lanze. Ich bin doch sofort bei dir. Interessant, ein Hafengebiet. Hatten wir jetzt so in den anderen Städten auch noch nicht. Mal ein anderer Turm zum Erklimmen, interessant. Bisschen langweilig, wie als wenn wir jetzt so die Treppe nehmen könnten, aber die wird irgendwo hier oben gleich aufhören, oder? Ja, dachte ich doch. Und dann müssen wir da wahrscheinlich hoch. So, und jetzt darf ich wieder nicht nach unten gucken. Da kann er auch sich dran hochziehen. Ich bin ehrlich, ich könnte das nicht. Hier oben ist es sehr windig. Ich habe es irgendwo klimpern gehört. Nicht, dass ich hier zweimal hoch muss. Dann wahrscheinlich, hoppala, hier ran. Hoffentlich sind die Stäbe nicht so heiß wegen dem Feuer da drin. Und dann, ach, das könnte ein Leuchtturm sein. Jetzt sehe ich, du liest es erst. So, jetzt sind wir hier oben. Und er schreit und er schreit. Also, Diskretion ist echt nicht seine Stärke, das Gefühl. Ezio, hier drüben. Ich komme doch, mein liebster Leonardo. Aber vorher, bevor ich zu dir komme, mein allerbester Freund, ich blende mich an einer Tour selber. Okay, hier haben wir nichts weiter und hier ist nochmal ein Wegpunkt, Schnellreisestation. Leonardo, mein Freund, wir kommen zu dir, auf das du aufhören mögest zu schreien. Ein paar Anglersleutchen hier. Bist aber auch manchmal ein bisschen aufdringlich, mein Freund. Aber was wird jetzt passieren, ist die Frage. Hier sind auch noch mehr Schiffe. Ach, die Schiffe sind vielleicht bloß ein Transportmittel. Na, gucken wir mal. Mal schauen, vielleicht war es ein Fehler. Ezio, hier! Hier drüben! Ja, doch, ich bin doch da, ich bin doch da. Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. De niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns.
Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand.